Der Appenzeller Sennenhund ist ein absolutes Energiebündel mit einem unerschrockenen Wesen. Er ist sehr robust und hat einen aufmerksamen Charakter. Einmal in der Familie integriert, liebt er seine Menschen über alles und geht mit ihnen durch dick und dünn. In diesem Video verraten wir dir alles, was du über den Appenzeller Sennenhund wissen musst. Nummer 1. Herkunft. Der Appenzeller Sennenhund ist ein typischer Bauernhund, welcher sich zusammen mit der einheimischen bäuerlichen Wirtschaftsform entwickelt. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde mit der Reinzucht begonnen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erhalten. Für und durch die Schweizer Bauern und Hirten sind sie zu dem geworden, was sie heute ausmacht: gute Hüter und Treiber des Viehs. Nummer 2. Aussehen. Der dreifarbige mittelgroße Hund ist fast quadratisch gebaut, wirkt aber wohl proportioniert. Er ist muskulös, sehr beweglich und flink. Das Stockhaar ist fest und anliegend. Die Grundfarbe ist schwarz oder braun mit möglichst symmetrischen weißen oder braunroten Abzeichen. Die weißen Abzeichen sind gut sichtbar, meistens am Kopf, an der Kehle, an den Pfoten oder der Rutenspitze. Die braunroten Abzeichen finden sich an den Backen, der Brust und an den Läufen. Nummer 3. Charakter und Erziehung. Er ist ein sehr aktiver, temperamentvoller, wetterbeständiger und furchtloser Hund mit einer besonderen Beobachtungsgabe. Mit seinem intelligenten Wesen eignet er sich als perfekter Arbeitshund und möchte jeden Tag neben Bewegung auch geistig gefordert werden. Das helle und markante Bellen ist typisch für diese Rasse. Mit dem Appenzeller Sennenhund sollte man frühzeitig die Hundeschule besuchen. Da er sehr lernwillig ist, treten in der Erziehung eher selten schwerwiegende Probleme auf. Vor allem benötigt der Sennenhund eine liebevolle, aber auch konsequente Erziehung. Nummer 4. Haltung und Pflege. Das kurze, glatte Fell erfordert keinen großen Pflegeaufwand. Gelegentliches Ausbürsten und, wenn nötig, Entfernen von grobem Schmutz reicht als Fellpflege vollkommen aus. Der Appenzeller Sennenhund ist sehr wetterbeständig und eignet sich auch für die Haltung als Hofhund. Und Nummer 5. Rassetypische Krankheiten. Der Appenzeller Sennenhund zählt eher zu den kleineren Hunderassen und ist wenig krankheitsanfällig. Hunde aus Risikozucht können jedoch zu Auffälligkeiten neigen. Hierzu zählen Krankheiten wie HD, ED, Nierenerkrankungen, Herzfehler, Fehlwuchs der Knochen und Gebissfehler. Ein Appenzeller Sennenhund hat eine Lebenserwartung von 10 bis 14 Jahren. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, welche Fehler du bei der Hundeerziehung niemals machen solltest, dann schaue dir das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.